Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich hatte es mir so vorgenommen, heute versöhnlich zu sein, aber Herr Erhorn, Sie haben es kaputt gemacht mit Ihrer Rede. Sie haben uns aber einen Eindruck gegeben, wie sich die AfD öffentliche Rundfunk vorstellt, nämlich als AfD-mainstreamten, AfD-konformen Staatsrundfunk. Das ist aber genau das Gegenteil dessen, was wir uns unter öffentlich-rechtlichem Rundfunk vorstellen. Ihre krude Hetzwader, die auch in keinem Verhältnis, nicht mal einem der Familienähnlichkeit zu Ihrem Gesetzentwurf steht, enthielt so Ausdrücke wie kranker Geist und Volksumerziehung. Wir befinden uns zwar hier heute am 20. April im Reichstag, aber in einem Jahr nach 1945 und nicht vor 1945, wenn ich darauf hinweisen darf. Ich wollte aber versöhnlich sein, deshalb ein Dank dafür, dass Sie das Thema auf die Tagesordnung gebracht haben. Wir werten das auch im Sinne der Bundesregierung und der Großen Koalition als Verneigung, denn wir engagieren uns in der Vergangenheit und jetzt auch intensiv für die Deutsche Welle. Und zum Zweiten können wir als SPD-Bundestagsfraktion auch dankbar sein. Wir können uns fast geschmeichelt fühlen, denn das Bundesverfassungsgerichtsurteil, auf das Sie Bezug nehmen, wurde ja der Normenkontrollantrag von Kurt Beck und der SPD und auch gestützt von der Bundestagsfraktion damals initiiert. Also herzlichen Dank dafür. So viel zu meiner Persönlichkeit heute. Drei Botschaften sehe ich in Ihrem Antrag. Erstens, die Behauptung der Staatsferne, das ist die offizielle Lesart. Kommen wir jetzt zur zweiten Botschaft. Und jetzt muss ich wieder unversöhnlicher werden. Es wurde ja schon gesagt, es steckt dahinter Kalkül, nämlich ein eigener Platz, ein eigener dritter Platz. Und das ist wirklich so schade. Sie fordern doch immer, dass die sogenannten Altparteien, und wir sind ja stolz, Altpartei zu sein als Sozialdemokratie, wir sind sogar älteste Partei, Sie fordern ja immer, dass wir was gegen Parteiverdrossenheit tun müssen. Aber was Sie da machen mit so einem durchschaubaren Manöver, ist ja ein Konjunkturprogramm für Parteiverbrossenheit. So schade. Und warum wollen Sie ausgerechnet in ein Gremium eines Rundfunks, den Sie verachten? Auch das erschließt sich mir nicht. Und Sie machen das auch in den Ländern. Warum tun Sie das? Warum zeigen Sie nicht die Geste des Verzichts? Sie sagen doch immer, Sie seien die Stimme des Volkes, aber wenn es zum Schwur kommt, erheben Sie den Alleinvertretungsanspruch auf die Stimme des Volkes. Das passt irgendwie nicht. Und wenn Sie ja Staatsferne wollen, könnten Sie eine Erweiterung des Gremiums fordern, weitere zivilgesellschaftliche Organisationen, zum Beispiel muslimische Organisationen. Aber nichts davon findet sich in Ihrem Gesetzentwurf. Kommen wir aber zum dritten Punkt, der dritten Botschaft, der dritten ES-Art, wieder versöhnlicher. Wie gesagt, ich werde es als eine stillschweigende Anerkennung unserer Arbeit. Die Deutsche Welle macht nämlich etwas ganz Spektakuläres, etwas Aufreizendes, etwas zutiefst Ungewöhnliches. Sie macht nämlich ganz unspektakulär seriösen, freien, unabhängigen Journalismus und nützt dabei die stärkste Waffe, die sie als zivile Kraft hat, nämlich die Wahrheit und das Ringen darum. Und das verdient Unterstützung unserer aller. Und deshalb schlage ich Ihnen vor, das ist eine gemeinsame Leistung, machen Sie weniger staatsnahe touristische Ausflüge zu Assad nach Syrien. Nutzen Sie die Zeit, intensiver mit und zusammen für die Deutsche Welle zu kämpfen und unterstützen Sie diejenigen, die gegen Assads und gegen die Assads diese Welt für Freiheit, Demokratie und Menschenrechte kämpfen. Ein schönes Wochenende. Vielen Dank.